Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich muss jetzt mal ganz kurz eine kleine Frage oder besser gesagt eine kleine Anmerkung von einem netten Account, einem Fake-Account, einem Hater mal antworten. Also mir wurde geschrieben, ich würde irgendwelche Fake News oder irgendwelche Fitner-Sachen oder sonst was irgendwie in die Welt setzen und irgendwelche Lügen erzählen, ja, in Bezug auf Erencan und der Zusammenarbeit mit den KMN-Gang-Mitgliedern, insbesondere mit Suna. Also mir wurde unter anderem vorgeworfen, es wäre fake, dass die beiden zusammenarbeiten, sprich Erencan mit der KMN-Gang oder irgendwie da irgendeine Zusammenarbeit oder vielleicht auch sogar ein unterschriebener Vertrag bei der KMN-Gang von Erencan sein soll. Meine liebe Freunde, ich berichte nur Dinge, die ich sehe. Es sind reine Spekulationen manchmal zum Teil, gebe ich zu. Ob es zutrifft oder nicht, das ist natürlich Spekulation. Also jedes kleine Kind kann verstehen, Spekulationen sind einfach nur, die können zutreffen, die können aber auch nicht zutreffen. Aber ich sage es euch auch. Hin und wieder wird es einige Clickbait-Videos geben mit Clickbait-Titeln. Das ist normal, Freunde. Ich muss auch irgendwie versuchen, irgendwie in den ganzen Trends reinzukommen, irgendwie den Algorithmus brechen, dass ich auch vorankomme, meine lieben Freunde. Also wer das nicht versteht, ja, da musst du leider die erste Klasse nochmal wiederholen. Also so funktioniert YouTube leider. Ich werde natürlich auch hin und wieder Tatsachen ans Licht bringen und auch hin und wieder ein paar Tatsachen-Videos machen, wo ich auch wirklich bestätige mit Beweisen. Aber selbst wenn ich bestätige mit Beweisen, ihr werdet trotzdem sagen, du laberst trotzdem Mist. Also von daher, euch kann man es eh nie recht machen, meine lieben Hater. Meiner Community danke ich auf jeden Fall für den Respekt, für den Support in den letzten Wochen. Vielen, vielen lieben Dank. Also ihr versteht meine Videos. Also ich danke euch. Bei mir ist es natürlich nicht so wie bei anderen Plattformen, ja, die irgendwie gekauft werden von anderen Rappern oder so. Also ich bin frei und kann frei reden und das wird hoffentlich auch in den nächsten Jahren so bleiben, meine lieben Freunde. Ich werde mich auf jeden Fall strikt dagegen stellen, wenn mir irgendein Rapper sagt, ey, komm, berichte mal mit Tausender hier, mach mal hier dies, das. Okay, Geld schmeckt. Mal schauen. Vielleicht mache ich das ja, mein lieber Freund. Ich überleg's mir, ne? Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Und liebe Hater, bitte bleibt Hater und unterstützt mich weiter. Peace out.